Zaubern. Wir sind an einem kritischen Punkt angekommen. Und wir alle fragen uns einfach, wie es jetzt weitergehen soll. Ja, das dachte ich mir fast. Aber ihr habt wohl schon kapiert, wie die Dinge stehen. Funktioniert dein Zähler denn? Hast du mal nachgeschaut? Ja, alles im grünen Bereich. Hab's zweimal überprüft. Stepans Zähler zeigt auch grün. Wir brauchen hier keine Masken. Also, haben Sie die Wahrheit gesagt? Wer hat die Wahrheit gesagt? Warum antwortest du nicht? Wer waren diese Leute, die uns umbringen wollten? Warum sollten sie auf dich, den Kommandeur des Ordens, schießen? Erklär uns das wenigstens. Das schuldest du uns. Naja, dann kann ich die Bombe auch genauso gut gleich platzen lassen. Der Krieg ist nicht vorbei. Was soll das heißen, er ist nicht vorbei? Lass mich ausreden. Die meisten Städte wurden zerstört. Der Rest des Landes ist vermutlich unter feindlicher Besatzung. Um Atomangriffe gegen uns zu vermeiden, hat das Kommando die einzige Möglichkeit gewählt. Sich totstellen. Um Funkstille zu gewährleisten, wurde das Schildsystem aufgebaut. Ein Netzwerk aus Störsendern, das Moskau und die Vororte abschirmt. Damit ein paar Hobbyfunker mit ihrem Gewinsel keine weiteren Bomben provozieren. Und einige dieser Störsender wurden von den hier Anwesenden ausgeschaltet. Hättest du das nicht vorher sagen können? Zum Beispiel, bevor Artyom mit dem Funkgerät nach draußen ging und all die Strahlung abbekam? Nein, ich wurde erst vor einem halben Jahr ins Bild gesetzt. Unter der Prämisse, sprichst du, stirbst du. Daher musste ich meinen Leuten sagen, wir hätten eine Wetterstation zu sichern. Herr Oberst, bei allem Respekt, wenn wir nicht zurück können, sollten wir vielleicht nach vorne blicken? Ich habe da eine Idee, aber... Artyom, anstatt mit dieser stummen Missbilligung weiterzumachen, solltest du lieber die Funkfrequenzen überprüfen. Wir müssten jetzt außerhalb des Bereichs der Störgeräte sein. Also probier es mal. Suche nach Funksprüchen von der Arche. Verstehst du jetzt, warum wir in den Augen des Kommandos Verräter sind? Wir haben einen Störsender ausgeschaltet. Jo, halt zurück zum Metro. Wir wollen mal hier ein bisschen rumcyclen. Naja, wir haben ja letztes Mal den Zug ausgeschaltet. So, mal gucken, was wir noch finden. Oh, ist halt besser. Moment. Was bedeutet, dass wir nach vorne durchstarten müssen? Kommando, wovon redest du denn da? Das Moskauer Verteidigungskommando. Hast du jemals von den unsichtbaren Beobachtern gehört? Ja, aber das ist doch nur eine Legende. Ganz und gar nicht. Sie sind das Kommando. Bist du sicher, dass sie sich nicht um ihre eigene Sicherheit kümmern? Du hattest die Arche erwähnt. Was hat es damit auf sich? Spezialkomitee für Wiederaufbau. Falls von der Basis Artyom des Projekts Arche an alle, wirst du es verstehen. Ansonsten gibt es da nichts zu beschreiben. Warte einen Moment, was war das? Hört mal alle her. Diese 1811. Ich hab's. Nur also, indem wir zusammenhalten, können wir alle Hürden überwinden. Der Berg Yamantau. Die Route von hier sollte also etwa so verlaufen. Das ist unser Ziel. Und ist es das, was du im Sinn hattest? Ja. Das Projekt Arche ist eine ganze Stadt im Untergrund. Riesige Lager, Maschinen, die besten Experten. Es ist das Hauptquartier des Oberbefehlshabers. Alle Führungskräfte des Landes sind dort. Sie haben bereits mit dem Wiederaufbau begonnen. Wir werden ihnen sagen, dass Moskau noch lebt. Es war nicht alles umsonst. Alles wird sich ändern. Alles, verstehst du? Ein neues Leben beginnt. Für alle Überlebenden des Krieges. Wahnsinn, es gibt es dort alleinstehende Frauen. Gut reagiert. Ich finde, der Moment schreit geradezu nach... Schenk ein, Damir. Was soll ich einschenken, Herr Oberst? Ah, Wodka. Das Zeug, das in deiner Feldflasche herumschwappt. Meinst du, ich wäre taub, oder was? Ah, das. Ach, für einen Moment dachte ich, meine Ohren täuschen mich. Die Reise zum Ural ist nicht gerade kurz. Daher sollten wir es uns wohl gemütlich machen.
Wie wär's? Trink Wodka. Sollen wir diesem Schrotthaufen einen Namen geben? Hat aber auch Zeit. Lass sie uns Anna nennen und gut ist. Ach, fahr zur Hölle. Beelzebub. Mach besser. Ach, komm schon. Wie wäre es mit Aurora, die römische Göttin der Morgenröte und dieser Kreuzer, ihr wisst schon was. Nicht schlecht. Gefällt mir. Ein schöner Name! Klingt ganz gut, aber was für ein Kreuzer. Well, sag ich dir später. Dann ist das wohl beschlossen. Trinken wir auf die Aurora! Hey, Artyom, lass uns mal einen Blick auf die Karte werfen. In Ordnung. Eine Runde hatten wir. Das sollte reichen. Jelmark, Volldampf voraus! Jawohl! Volldampf voraus! Oh, was für eine Strecke. Ich frage mich, wie lange das dauert. Egal, wir fahren dorthin. Wie geht's dir eigentlich? So, die krasse Karte. Nach dieser langen Zeit im Untergrund ist die Luft an der Oberfläche unglaublich frisch und berauschend. Aber das war es nicht, was unsere Euphorie angefeuert hat. Unsere Reise hat endlich einen Sinn bekommen. Durch einen Funkspruch des Regierungsbunkers im Ural. Seit 20 Jahren haben wir gedacht, dass weder die Regierung noch das Oberkommando des Militärs überlebt haben. Und jetzt stellt sich heraus, dass es sie noch gibt. Wo waren sie, während wir uns in der Metro gegenseitig bei lebendigem Leibe gefressen haben? Sobald wir Yamantau erreichen, werden wir ihnen eine Menge Fragen zu stellen haben. Sofern wir dort ankommen. Laut Miller sind die Ruinen unseres Landes unter Kontrolle des Feindes und wir werden uns zu unserem Ziel durchkämpfen müssen. Ein kleines Team gegen eine Besatzungsmacht. Wie stehen die Chancen, dass wir gewinnen? Dass wir Antworten bekommen? Ja, die stehen super. Sollen wir mal gucken. Hast du dir schon was abgefroren, Schatz? Hier, bitte. Das sollte dich etwas aufwärmen. Was glaubst du, wie hoch unsere Chancen stehen, Yamantau lebend zu erreichen? Das ist das Einzige, woran mein Vater denkt. Wie ihm vergeben werden könnte, wie er in die Metro und in sein altes Leben zurückkommt. Das Leben, vor dem du immer weggelaufen bist. Der Gedanke daran, dass ich dir nie geglaubt habe. Und jetzt blicke ich auf diesen Nebel, hinter dem sich womöglich unser neues Leben verbirgt. Übrigens müssten wir bald an der Brücke ankommen. Verdammt! Ein Lagerfeuer! Menschen! Da sind Menschen! Sofort bremsen! Oh. Ein Kaputt geklatscht. Schüsse! Vier Personen auf einer Draisine! Alle Mann auf dem Führerstand melden! Beeilung! Alles klar bei dir, Artyom? Verdammt! Ja. Der Zylinder durchlöchert! Ist es schlimm? Können wir weiterfahren? Nein, wir hängen fest! Ja. Oh, Scheiße! Verdammter Nebel! Anscheinend haben wir eine Sperre durchbrochen. Wer war was? Uniformierte dabei? Keine. Die hatten nur Lumpen an. Nur ein paar alte Säcke. Alte Säcke, hm? Das war nur ein Außenposten. Hätte jeder sein können. Sogar Frauen und Kinder. Glauben Sie wirklich, dass wir sie gefunden haben, Oberst? Tja, sicher können wir nicht sein. Ich dachte, wir würden viel früher auf sie treffen. Diese Draisine ist unterwegs zur Brücke. Da gibt es Befestigungen. Das sieht friedlich aus. Ein Dorf mit Kirche auf dem Wasser. Wir brauchen Informationen. Hier, Artyom, ich habe auf der Karte eine Stelle markiert. Begib dich dorthin und finde alles über die Brücke heraus. Ein Gefangener wäre ideal. Anna, du gibst dem Feuerschutz. Jawohl. Kann ich auch mit Artyom gehen, zur Unterstützung? Nein. Bis wir unsere Lage kennen, entfernst du dich einen Schritt von der Aurora. Die beiden kommen sehr gut alleine klar.
Du kannst deine Karte im Journal ansehen. Wie okay. Lange brauchst du, um die Aurora wieder zum Laufen zu bringen? Das weiß ich noch nicht. Ich muss mir den Zylinder ansehen. Aber einen Tag mindestens. Ich verstehe. Dann an die Arbeit. Spartaner, mach die Aurora bereit für die Verteidigung. Stepan, da ja, die Karte ist nicht klein, ne? Du kundschaftest die unmittelbare Umgebung. Idiot, du gehst ihm von der Aurora aus Feuerschutz. Jawohl. Sam und Aljoscha, ihr bleibt in Reserve. Jawohl. Okay, haben wir's, oder? Bin ich nicht mehr vertrauenswürdig? Das würde ich dir schon sagen, Sam. Schluss mit dem... Ja, nochmal eben gucken hier, was noch so hier rumliegt. Weil im Zug bin ich eigentlich gar nicht rumgelaufen, ne? Ach, Mom läuft mit mir rum. Ein ganz neues Modell, eine tragbare Werkstatt sozusagen. Das Handbuch ist da schon drin. Es sind jedoch keine Materialien drin. Du musst dir also selbst welche suchen. Lass uns okay, fange ich doch mal hier an. Nein, ich guck erstmal hier. Was hast du denn? Mein Freund, alles kaputt oder was? Okay, komm. Okay. Auf geht's. Mit Glocke. Und die Typen, tja, die sahen so gar nicht nach Soldaten aus. Nur alte Männer. Seid bloß vorsichtig da draußen. Denkt daran, ein Großteil des Landes wurde zerstört. Haben nur die zwei, ne? Ja. Selbst wer unsere Sprache spricht, könnte unser Feind sein. Aus Überzeugung und ja. Angst. Verstanden? Hast du die Glocke gehört? Wir müssen sie ziemlich eingeschüchtert haben. Für mich gibt es eine Treppe runter. Gab es eine. Oh, nee, gibt es. Okay. Alter, wie groß, ey. Natürlich dann die rumlaufen. Alter! Alter, was ist das denn für ein Zeug? Lecker Mittagessen. Alter, muss mal kurz weg hier. Okay, aber hier lang kann ich und darf ich. Voll grün. Ugh. Okay. Wo ist Mom eigentlich? So, zeig die Map dann jetzt an, wo ich lang laufe. Jo, ganz woanders lang. Ah. Okay, ich gehe wieder zurück, ne? War zwar interessant, aber wo ist Mom? Mom ist auf der anderen Seite. Da ist sie, okay. Kann ich jetzt frei hier rumlaufen oder was? Sehr nice. Warte mal. Warte mal, Mom. Okay, lass mich da wirklich frei rumlaufen. Dann laufen irgendwelche Typen rum. Nicht gesund, würde ich mal sagen. Okay, wir sollen mit Mutti da hinten langlaufen. Okay. Ja. Nach unten. So, was sagst du hier runter? Okay. Das war klasse. Hibi. Hey, was war das? Ja, wahrscheinlich so ein Viech, wie ich eben auch getroffen habe. Ich guck jetzt mal hier erstmal nach.
Oh, sehr gut. Was kann ich denn mit dem guten Rucksack machen? Geil, ich kann mir Sachen bauen, oder was? Aha. Leichter Griff, okay. Schalldämpfer. Alter, bleib doch mal locker. Okay, man braucht Zeug, um das halt alles zu machen. Das heißt, ich muss hier jede Menge sammeln. Lass noch mal ein bisschen weiter gucken. Was dauert da so lange? Wir müssen mal ein bisschen gucken. Hallo? Okay, ich glaube, ich habe hier alles im Zug, ne? Groß rumlaufen, rumgucken. Kiste hatten wir auch. So. Während du drin warst, habe ich mich mal umgesehen. Dieser Stromast dort sieht nach einer perfekten Scharfschützenstellung aus. Auf geht's. Okay, es ist hier irgendwie markiert, ne? Ja, was soll das heißen? Möchte man mir sagen, speicher lieber mal ein bisschen? Da, ein Hase. Ja, und jetzt? Lass den Hasen doch. Lass mal hier ins Häuschen reingucken, Mom. Wahrscheinlich von der anderen Seite irgendwie. Oh, hier, guck mal. Nein, bin ich überhaupt nicht. Naja. Komm her, wenn du fertig bist. Das ist doch ganz nice. Das lohnt sich doch ein bisschen rumkrabbeln. Okay, es bringt nichts, alles klar. Und da hinten, oh, ich kann hier rauf. Oh, geil. Tap, tap, tap. Oh, der ist auch kaputt hier, der Kollege.
Okay, kann ich einfach runterspringen? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Autschi? Nö. Okay, es kann nicht sein. Ich kann jetzt nicht hier jedes Häuschen angucken. Das ist ja total cool. Findet überall ein bisschen was. So, und eigentlich war sie hier weitergelaufen. Oh, wartet da ganz hinten. Alter, wenn ich hier alles angucken kann. Tut mir leid. Ich gucke jetzt nochmal ein Haus hier an, der auch so viel finde. Da muss sie mal ein bisschen warten. So, Crazy Man. Hallo. Was haben wir hier? Ein Bierchen? Nice. Und Books. Okay. Das ist aber nicht böse, aber muss natürlich ein bisschen rumgucken. Was zur Hölle? Moment. Brauche ich so jetzt erstmal nicht. Hups. Blauen Dinger hier, die raff ich ja irgendwie nicht. Okay, komm. Da können wir auch noch reinschauen, oder was? Mal gucken. Tja, an der Werkbank kann ich die putzen. Jetzt aber erstmal nicht. So, ich gehe rüber zu Mom und es tut mir leid, weil man kann hier überall Zeug einsammeln. Das kann ja nicht sein, dass Mom jetzt einfach so vorrennt. Rap, rap. Gut, die ist auch nicht mega genervt, dass sie es erwarten muss. Schon mal gut. Junge, 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 Junge. Wenn ich jetzt so schöne Sachen gesammelt habe, dann kann ich doch eigentlich auch mal gucken, ob ich hier auch wirklich schon was basteln kann, oder? Jetzt nicht so schlecht. So, wir kommen der Sache näher. Ja. Wollen wir mal gucken mit ihr? Okay, so, Atjom, Boot, ich klettere da hoch, während du das Boot zur Kirche nimmst. Ich rufe dich, wenn ich so okay. Bin. Ja, du willst hier rüber, ne? Alles klar. Alter, was ist das denn da? Irgendwie an den Biestern vorbei. Oh,
bewaffnet. Wir nähern uns besser offen an. Nicht zuerst schießen, okay? Unser heiliger Vater Silantius hat bereits seine Predigt begonnen. Komm einfach in den Tempel und zieh das Licht der Wahrheit. Wir sind friedliche Menschen. Stecke deine Waffen daher und das Schwert zu ihnen. Und willkommen. Kann ich einfach reinfahren, oder was? So, kann ich hier raus, oder was? Oh. Das ist zum Thema Waffe wegpacken. Bleibt ruhig, Brüder und Schwestern! Der Ketzer sitzt in der Falle, denn so will es der Herr. Schon bald werden unsere militanten Brüder hier sein. Und das Urteil des Herrn wird vollstreckt werden. Das ist der Mann, Mama! Der von dem Zug! Er ist hier, um uns zu retten! Ich glaube es kaum. Ich hatte schon jede Hoffnung verloren. Wir sind auch nicht von hier. Silantius hat uns hier vor einem Jahr eingesperrt. Ja, die Brückenbewohner sprechen nicht einmal mit Ketzern. Aber ich werde euch alles sagen, was ich hier gesehen habe. Oh, das ist die Brückenwache. Silantius hat sie ebenso genaht wie die Bewohner hier. Die Brückenwache hat allerdings Waffen. Lauf, hier geht's lang. Und am Dock liegt ein Boot. Wir haben hier auch eins, aber es ist zu klein für uns gerade. Artyom, sie hat recht. Geht zum Boot. Wir werden sie später retten. Keine Sorge. Was im Namen? Also, wo ist dieser Ketzer? War wohl doch nichts. Er kam mit dem Boot, während der Predigt. Und dann? Naja, er war einfach da und dann verschwand er irgendwie. Genau wie Vater Silantius gesagt hat. Der Mann wurde vom Teufel geschickt. Artyom, solange du drinnen bist, kann ich dir keinen Feuerschutz geben. Ich treffe mich dann jetzt mit der Frau und dem Kind. Ich bin sicher, dass du das tust. Der Teufel sucht seine Dunkel. Hey, Rob, was ist in deinem Lager? Was könnte das sein? Da unten? Oink, oink. So, jetzt wollen wir mal gucken. Irgendeine Idee, wo wir hinwollen? Was ist da auf dem... Wow. Oh. Ich lade nach. Das tut. Das glaube ich, dass es weh tut. Wow. Da, du dreckiger Hund! Ich muss nachladen, Brüder! Ist das jetzt alles von der Waffe? So, weggeknufft. Leer. Ich ergebe mich. Ich ergebe mich. Auch wenn du ein Ketzer bist, vertraue ich auf deinen gesunden Menschen. Sieht fast wie ein Mensch aus, obwohl er ein Ketzer ist.
Okay, so, jetzt haben wir die Vögelchen mal weggemacht. Was ist denn hier los, Leute? Die hier so bescheuert sind. Okay, alles gut, oder? Ich ergebe mich. Ich muss mich deiner Gnade fügen, auch wenn du ein Ketzer bist. Wo ist er da? Okay. Knuff. Betest den Teufel an. Stimmt das? Kannst du mir das beibringen? Nein, das stimmt nicht. Ich bin bestimmt ein guter Lehrling. Ein sehr, sehr guter. Komm schon, bring es mir bei. Das glaube ich auch, dass du ein guter Lehrling bist. Ich glaube, ich muss mal hier weg. Moment mal. Flupp. Okay. Das reicht hier, ne? Raus. Warum ging Gelobt sei der Zarfisch, der die Seelen der Gläubigen zum Himmel. Was hat er noch? Achso, Moment. Wie geht denn das? Achso, Moment. Okay, man kann das Zeug halt dann auseinanderbauen und kassiert die Sachen, oder was? Ist natürlich cool. So, ich will mal wieder raus. Weil letztendlich wollte ich ja doch mit den anderen sprechen. Müsste dann doch hier oben irgendwo sein noch, oder? Ah, die sind weg. Oh, shit. Okay, dann suchen wir die. Wahrscheinlich jammern die da hinten irgendwo. Hier hinter. Lass mal gucken. Bei den Schweinis durch. Alter, was ist denn hier los? Okay, ich probiere es nochmal eben hier rauf. Kriegen wir den denn da raus? Ach so, Moment. So, aha. Alles verschlossen. Wie kriegen wir den auf? Was ist denn das hier? So ein Vorhängeschloss. Das heißt, alles gar nicht zugeschlossen. Das auch hier. Wie komme ich denn da ran? Ich würde ja schon gern befreien, die Leute. Wenn das denn geht. Thank you.
aufschießen. Nee, scheinbar nicht. So, vielleicht muss ich so den Wachen irgendwie abnehmen hier, einen Schlüssel oder so. Los, neue Schweinis, hier, kommt raus. Hasi und Schweini. So, wo sind die Schweine? Da hinten. Wie komme ich da jetzt rein? Keine Ahnung. Irgendein Hinweis übersehen oder irgendwas vergessen oder verdaddelt oder beides? Irgendeiner muss hier den Schlüssel haben. Okay, wir sind zumindest mal auf der anderen Seite, wo wir eben auch schon waren. So, jetzt ist die Frage. Ob wir hier nicht einfach mal zurückgehen und mal gucken, was dann so kommt. Dass sie so weinen, das gefällt mir gar nicht gut. So, die Tür kann ich von hier aus aufmachen? Ja. Okay. Alles Mögliche einsammeln, meine Güte. Ich mache mal Folgendes. Ich irre hier ein bisschen rum und dann gucke ich mal, ob ich nicht noch irgendwie herausfinde, wie ich den Schlüssel finde, weil es damit schon anliegen, die Leute da oben rauszukriegen, ja? Und dann, soll ich das herausfinden, melde ich mich dann nochmal, okay? Also, bis denne. Ciao.